So, Funkgerät ist aus. Hallo Eugene, einen wunderschönen. So, das war das Funkgerät. Wir haben jetzt die Karte. Okay. Wir müssen gleich nach Südwesten. Da kommen wir näher dran. Südwesten wäre ja, Richtung Cottonwood. Hätte ich jetzt was gesagt. Und das ist nur das Funke, dieses Gerät. Ne? Und das brauchen wir jetzt. Schauen wir mal. Da vorne brennt es immer noch. Das war das, was ich in zündet hat, nachdem wir da waren. Das müssen wir jetzt raus. Diese Umgebung jetzt, ne, so stürmisch, windig. Ich hätte jetzt gesagt, es ist früher Morgen. Unsere Freundin hat sich da ja betrunken. Irgendwo in die Richtung. Ich glaube, das kann hier noch ganz spannend werden. Westlich? Ja, wo gehe ich denn am besten lang? Ich bin da, muss westlich. Wir gehen erstmal Richtung Medicine Valley. Aus. Weder, wenn man dich mal braucht, ne, dann bist du nicht da. Jetzt, wo es spannend wird, jetzt, wo es wichtig wird. Oh, das wird immer lauter. Oh, es wird extrem laut. Lücke im Gebüsch. Im Gebüsch. Oh. Untersuchen. Shit. What? Oh. Okay. Was war das denn? Da ist ein Schlüssel. Für ein Cage. Na, bist du wieder da? D, I found some sort of supply bag, light camping gear, some clothes, you know, basics. But it was alarmed. I think that's what was making the receiver go haywire. You're okay? It's not a trap or anything? Yeah, I'm fine. But there's also a set of keys here. I don't know why they'd be hidden out here. They say Shoshone National Forest, Cave 452. Is that the one in the canyon? Yeah, it is. Das ist der Canyon. Who the hell took Oh. them? And what the hell is in that cave? Okay, let's just think. Says the woman with a half a bottle of tequila in her belly. Maybe they're panicking and we're preparing to beat it. The fire has them spooked and we have new walkie-talkies, so we have the upper hand. Yeah, well, it's hard to feel like you have the upper hand when you're standing in the dark in the middle of the woods. Oh. Well, you're back in your tower. Maybe you need a drink too. I'm not in my tower. I am looking at a man standing in your lookout. Oh. And it's not you. It is not me. Oh my God, go. I'm going. Okay. Wie war das? Er ist rennen. Jetzt müssen wir wieder hier hoch, ne? Ich und Orientierung hier im Wald. Rechts halten und dann Andale. Oh, hier ist auch schon was kaputt gegangen. Kann ich da nicht durch? Geht das vielleicht? Ah ne, da komme ich. Schade, ich dachte, ich habe hier so einen kleinen Weg gefunden, den ich besser gehen kann.
Ab zu meinem Tower. Wer ist da? Hey, I got turned around. Is that person still there? No, he's gone. I'll call you when I get back. Oh, oh, bin im Kreis gelaufen. Schön den Wald im Auge behalten. Wenn dir ein Alter mit Kater entgegenkommt, kurz eine markante Melodie pfeifen und in eine andere Richtung gehen. Ja, das werde ich machen. Na, vielleicht ist da noch jemand da? I don't see anyone up here. He was just there. Erstmal drumrum gucken. Wo ist er denn, wenn er gerade noch da war? Oh. Sounds like it was recorded from somewhere nearby. Oh, Jesus. Yeah, and it sounds like we were the ones who burned it down and that it was your idea. No. We are screwed. No! Dee, just don't freak out, okay? Don't freak out. Oh my God, what the fuck is happening, Henry? Ja, das frage ich mich auch. Was geht hier ab? Puh. Ah, das Spiel fesselt ja auch ganz schön, ne? Immer mehr Fragen. Jeden Schritt, den du machst, immer mehr Fragen. Story straight from the first day with those girls to the person breaking in on our conversation, everything. We got to be honest and consistent. Yeah, I suppose you're right. I know. Ab in eine Höhle? Oh, das kann ja was werden. Schreibtisch, Lade. Warum? Warum habe ich den Würfel? Warum kann ich den nehmen? Warum? Da ist auch noch was drin. Acht Augen auf. Okay. Ach, waren die nicht alle von Richard Stugan? Hey. Können wir den hier mit reintun?
Ortungsgerät. Okay. Was haben wir hier? Ehering. Aufsetzen. Wir stehen zu unserer Frau. Boah, was wir hier alles haben, ne? Das wird jetzt richtig ein Abenteuer, glaube ich. Der Brand sieht sehr gelöscht aus. Ab in die Höhle. La 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 la, das Wandern macht uns Spaß. La 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 la. Wir schnuppern am frischen Gras. So, die Höhle war hier rechts den Weg hoch, dann in die Cave. Dann laufen wir noch mal hin. Die Schreibmaschine gefällt mir. Hab leider nur eine elektrische. Ja, das war noch so eine schöne alte hier. Ich glaube, wir haben sogar noch irgendwo eine alte zu Hause. Die braucht man ja heutzutage kaum mehr. Ah ja, sportlich. Da lang, oder? Ach ne, jetzt bin noch den falschen Weg gegangen. Ich hätte noch einen weiter nach hinten müssen. Naja, gut. Machen wir sportlich wieder zurück. Oh, diese Bäume. Bin ich jetzt auf dem Weg? Noch ein Stück weiter. Wir gehen querfeldein. Wir sind das gewohnt. Ach ja, ich muss hier runter, genau. Ah, da Leopa. Und nochmal. Das ist doch sportlich, sportlich. Junger Mann. So. Könnten wir hier jetzt noch die Abkürzung nehmen? Eigentlich egal, wo ich lang gehe, ne? So. Hey, you didn't actually make that call, right? To the other lookout. Was denkst du denn? I let myself imagine how fucked I would be if you'd been lying to me. But now that I asked, I kind of just wish I hadn't. Of course I didn't. No way. They're trying to pit us against each other. Yeah. Yeah, you're right. That's not gonna happen though. Thanks, Henry. Bitte, Süße. Natürlich halten wir zusammen, ne? Schlimm, wir halten immer zusammen. Wow. Wusste gar nicht mehr, wie steil das hier runtergeht. Da ist die Höhle. Will ich da wirklich rein? Ich werde es riskieren müssen, ne? Speichern. Wenn das Speicherzeichen schon kommt, ne? Oh oh. Anspannung pur. Gehen wir mal langsam und unauffällig rein. Oh. Was war das?
Finde einen Weg aus der Höhle. Ich bin auch gerade erst rein. Das? Nicht strahlen. Ach, so tief ist die aber gar nicht, ne? Was haben wir hier noch anders? Hier muss ja irgendwas drinnen liegen. Drinnen sein, drinnen liegen. Die bringt nicht viel. So dunkel ist es auch nicht. Oh. Oh. Ja gut, die geht tief runter. It's freezing in here. Es ist arschkalt hier, ja. Das glaube ich. Ach du Mann. Was liegt denn da unten? Das seht ihr doch auch, ne? Is anybody down there? Ein Schuh. Okay. Die Höhlen sind doch in Ordnung. Die im Wald sind voll mit Wesen, die dich nur fressen wollen. Das ist richtig. Haben wir auch bei dem... Also werden wir hoffentlich auch noch bei der Mittelalter... Mod sehen, was sich so in Höhlen befinden kann. Glaube ich auch noch ganz interessant. Wie Sprung nach unten. Will nicht nach unten, ich will. Warum komme ich da nicht weiter? Ah, danke. Mach dich klein. Hä? Nee, nach unten will ich nicht springen. Ach doch, nach da. Okay. Oh, das hört sich gruselig an. Ah. Okay. Wo sind wir hier? Feuerwachturm, Tore Fahre. Okay. Springen wir mal runter. Gefangen in der Höhle. Hey, hey, are you there? Yeah, what is it? What did you find? Nothing yet, because someone tried to trap me in there. You saw someone? No, someone slammed the gate behind me and then ran away. I found another way out, but if I hadn't, Jesus. So you didn't find anything? No. There's a spot where someone had sunk an anchor, but the hardware's gone now. I don't have any climbing equipment. I just have my ropes. I'm gonna hike back to Two Forks and see if I can find anything that could double as an anchor to use in the spot. Well, that doesn't sound dangerous. Klingt gar nicht gefährlich, ne. Wo bin ich denn? Ach, da hinten. Wie komme ich denn da hin? Interessanter Weg durch die Höhle. Ja. Frage ist, wie komme ich da dann weg? Ich muss mich auf jeden Fall östlich irgendwie halten. Ich weiß noch nicht, wie ich da durchkomme. Osten wäre da. Machen wir einmal ein bisschen rumgucken hier. Vielleicht gibt es hier auch einen Weg. Da komme ich nicht hoch. Okay. Ah, hier gibt es einen Weg. Oh. Delilah, I just found an outcropping that someone was using as a little fort. I think it was Brian Goodwin. Really? Yeah, well, he built himself a real castle. Das sieht ja interessant aus.
Achtung, Leute. Ein Nest. Oh, Federn. Bunch of rocks stacked up. You made a wall and a perimeter. God. Yeah, that's perfect. You know, maybe he made it because he was afraid of them. Whenever I think of Brian possibly going through this crap, I get sick to my stomach. Yeah. Sorry. Ist auch von dem. He'd hide out here to read comics. The black band, his grief is his enemy's sorrow. Everyone this guy loves gets killed, so he honors them with a black armband, which gives him superpowers. Well, that's fucking ganz schön finster, ja. Federn haben wir. Fehlen nur noch Holz und Steine. Steine haben wir hier auch. He was in the middle of really sprucing up the joint when they left. It's a little weird that he'd just leave so much of his stuff out here. Well, maybe they were in a hurry when they left. Like I said, he wasn't supposed to be out here. Yeah. They almost got busted. Brian liked to go out on the railing of the tower and wave at the planes that dump water on fires, and I got a call because someone thought a kid was up in Two Forks. I lied. Just said it was Ned. If I ratted him out, they would have been forced to leave, and I don't know, I guess I just felt like I was saving him from whatever shitty life Ned was gonna bring him back to. Not that it ended up mattering. Altes Kissen. Dinosaurier. Kann man leider auch nicht mehr viel mitmachen, ne? So Goodwins. Oh. Oh, da liegt was drunter. Huh, Brian stole his dad's climbing gear, his anchors. That's convenient. Yeah, it is. I think he was gonna hide them in a cash box or something and never got around to it. I mean, he left a note for a ranger to find them and send them back to him in Nebraska. Because he hated climbing? Yeah, it sounds like Ned was pushing him and pretending to lose his anchors was the easiest way to put a stop to it. I hope it worked. God, what an asshole. Yeah. Man, that is the sort of thing that would have caused me to catch a beating growing up. Yeah, well, I wouldn't put it past old Ned. Oh, cool. Cool. There's some grade A dork contraband here. You found his pocket protector? I found a data sheet for one Gladius Silva, half elf armor. Das ist sehr interessant hier. Classic Wizards and Wyverns. Ich will die Nachricht jetzt aber lesen. Lieber Ranger, mein Name ist Brian Goodwin. In der Nähe dieser Nachricht sollten Sie auch ein paar Bohrhaken gefunden haben. Würden Sie mir einen Gefallen tun und sie mir per Post schicken? Meine Anschrift lautet Nebraska. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift mitteilen, erhalten Sie eine Belohnung. Sie fragen sich vielleicht, warum ich Sie hier gelassen habe. Sie gehören meinem Vater. Und ich will nicht, dass er Sie verliert. Aber ich will auf diesem Ausflug auch nicht mehr klettern. Deshalb habe ich es so getan, als ob ich Sie verloren hätte. Wenn Sie sie mir schicken, ist alles wieder gut. Vielen Dank für Ihre Mühen. Beste Grüße, Brian. PS, die Belohnung ist gut. Ach, warte, ich kann die. Wo ist es denn jetzt? Der kommt nach da. Die kann ich behalten. Was haben wir da? There's a ham radio schematic here, something Brian was working on. Yeah, I think that was the one thing Ned did do with him. You know, tinkering on stuff like that. So, da gucken wir uns die doch auch mal an. Hä? Nein. Untersuchen. Too high.
Okay. Ah, lesen kann ich die auch richtig. Ja, toll. Nee, das war jetzt nicht lange gelesen. Postkarte. Lieber Mr. Zuckerl, ich bin mit meinem Dad in Lander, Wyoming. Es ist wirklich schön hier. Dad war in einer Gegend namens Zings Canyon angeln. In Wyoming sieht es fast überall so aus wie zu Hause in Nebraska. Aber wenn man weiter wandert, gibt es Berge und Wälder. Tut mir leid, dass ich diesen Sommer nicht Ihren Rasen mähen kann. Ich hoffe, Sie haben einen passenden Ersatz für mich gefunden. Könnten Sie zurückschreiben und meinem Dad sagen, wann die Schule wieder anfängt? Ich glaube nämlich, er weiß es nicht. Ihr Freund und Nachbar, Brian Goodwin. Der ist ja nett. There's also a postcard here from Brian to, I guess, his neighbor. What's it say? That he's with his dad and sorry he can't mow his lawn this summer. Oh, gosh. And also he was worried his dad didn't know when school started. This is so sad. Say that's a lucky break if I were him. Yeah, that doesn't surprise me. Ned didn't really seem like a, you know, with it dad. Wow. Hier ist einiges, ne? Hey. Ne. Ich wollte mir das eigentlich angucken. Das ist aber kein Gameboy, ne? There's a busted old toy out here, some sort of electronic game. Yeah? I like Pong. Everybody likes Pong. Gosh, Brian had everything he loved out there. Die nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Oder nehmen wir nur einen raus? Ne, wir nehmen alle. Okay. Ach, das war seiner. Kann das sein? Lesen. Plan zur Bergung des Rucksacks. Version 4. Besorgen Bretter, Seil, Steine, Werkzeug. Cool. Hey, remember that pack I found? Back on your second day? Yeah. I found a plan Brian drew about how he was going to get it back. Oh, I'm sure it was quite elaborate. It's some Wile E. Coyote stuff, I'll tell you that much. Oh, cool. Aber was wir alles so mitnehmen, ne? Wissenschaftliche Hausarbeit.